So, da sind wir zurück bei Kira im Turbolift und er hat endlich funktioniert. Aber da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht hin. Computer. So, da ist er weg. Habitat. Zum Habitat-Ring, Sektion 6. Ja, das ist sehr gut. Jetzt können wir uns das Gelaufe sparen. So, raus mit dir. So, dann da hinten zum Frachtraum. Da muss ja jetzt auch der Odo sein. Die Föderation nimmt den Mord an einem ihrer Botschafter nicht einfach so hin. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir niemanden ermordet haben. Er war schon... Egal. Bright, sind Sie soweit? Oh. Der Tyrione. Was? Wieso hat er denn jetzt hier auf mich gefeuert? Der Drecksack. Ich glaube, Sie sollten sich genau überlegen, auf was Sie mit dem Phaser zielen. Ich habe keine Skrupel, Sie zu töten, Formwandler. Oder Ihren Freund. Oh wei, oh wei. Wo ist er? Hier hinten in der Ecke wahrscheinlich. Da ist er. Oh. War knapp. Scheint, dass Ihr Antiterror-Training sich wieder einmal bewährt hat. Ja. Da haben wir beide ja richtig Glück gehabt. Ja, ich mal wieder. Odo an Sisko. Hier, Sisko. Was zum Teufel ist da unten los? Es scheint, dass zwei unserer lykotianischen Gäste mit unserer Gastfreundschaft nicht mehr zufrieden waren, Captain. Botschafter Bennick und ich haben sie gerade überredet, doch noch zu bleiben. Ich verstehe. Gibt es Verbindungen zum Mord? Ich werde es herausfinden. Können Sie uns zur Arrestzelle beamen? Mit Vergnügen, Constable. Sisko, Ende. Ja, dann reden wir jetzt hier mit Odo mal wieder ein bisschen. Nun gut, ich glaube, damit ist unser Mordfall gelöst. Ich bin nicht sicher. Zu viele offene Fragen. Wie was zum Beispiel? Nun, da wäre unter anderem Carricks Koffer. Wenn ich etwas so dringend besitzen will, dass ich dafür sogar einen hochrangigen Vertreter der Föderation umbringen würde, dann würde ich es doch nicht auf meiner Flucht zurücklassen. Es wäre hilfreich zu wissen, was er bei sich hatte. Konnten Sie etwas herausfinden? Es gibt eine interessante Sache, die ich bei der Durchsicht seiner Logbücher entdeckt habe. Er hat einige streng geheime Geräte aus dem Gamma-Quadranten mitgebracht. Was es auch für Sachen gewesen sind, er nahm an, dass sie seine Sicherheit gefährdeten. Vielleicht hat er recht gehabt. Ich frage mich, was unsere lykotianischen Freunde zu diesen streng geheimen Geräten sagen werden. Ich wette, sie werden einige interessante Antworten parat haben. Als ich mit Yanni Taran geredet habe, hat sie gesagt, dass diese Lykotianer und ein paar andere in roter Farbe über eine Lieferung gesprochen haben, die aus dem Gamma-Quadranten kommen sollte. Das Dabo-Mädchen. Laut Flugplan wurden nur drei Schiffe aus dem Gamma-Quadranten erwartet, Botschafter. Ihres, das skytianische Schiff und das von Carrick. Was hat sie Ihnen noch erzählt? Oh, die hat mir so viel erzählt. Bestürzt, verdächtigt, Quark. Sie brennt darauf, den Gamma-Quadranten zu besuchen. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr helfen werde, wenn ich kann. Wie großzügig von Ihnen. Wenn es ehrlich gemeint war, dann rate ich Ihnen, mit Quark zu reden. Fragen Sie ihn zu seiner geschäftlichen Vereinbarung mit Daemon Mox. Was hat sie Ihnen noch erzählt? Sie hat gesagt, dass Quark um sein Leben fürchtet. Ja, wirklich? Wer will ihn denn diesmal umbringen? Ich bin nicht sicher. Vielleicht dieselbe Person, die Carrick umgebracht hat. Sie wurde nervös, als ich sagte, dass Carrick umgebracht worden ist. Ich glaube, sie hat ihn gekannt. Das Dabo-Mädchen und der Botschafter. Anscheinend ist sie überzeugt, dass Quark seine Finger im Spiel hat. Ich glaube nicht, dass sie ihn besonders mag. Das würden sie auch nicht, wenn sie um ihr Geld kämpfen und gleichzeitig versuchen müssen, sich seine Pfoten vom Leib zu halten. Ich werde mich darum kümmern. Ich wollte gerade mit Miss Taran reden, als ich den Sicherheitsalarm hörte. Irgendwelche anderen Spuren? Tja, so viele. Ich habe den Skytianern von dem Mord an Carrick erzählt. Wie haben sie reagiert? Man wird aus ihnen nur schwer schlau. Irgendwelche anderen Spuren? Ich habe die bajoranische Wedek auf dem Promenadendeck getroffen. Ihr Verhalten war sehr eigenartig. Wedek Rasmus? Was wollen Sie damit sagen?
Sie singt ununterbrochen, so als ob sie sich in einer Art religiöser Trance befindet. Und was ist daran so eigenartig? Es nervt! Sie ist eine bajoranische Vedek. Oh. Soweit ich weiß, verbringen sie den halben Tag mit dem Singen religiöser Lieder. Oh wei. Nee, das ist aber in der Serie Deep Space Nine nicht so gewesen, Herr lieber Odo. So, was machen wir denn sonst noch? Totengesang? Sie zelebriert ein Ritual immer wieder. Es ist eine Art Gebet für die Toten. Der bajoranische Totengesang. Sie haben ihn schon mal gehört? Während der Besetzung. Ja. Damals gab es hier eine Menge Tote. Meistens Bajoraner. Im Rahmen einer Demoralisierungskampagne haben die Cardassianer diese Gesänge verboten. Aber die Vedeks waren hartnäckig. Sie hatten sich mit den Leuten von der Leichenbeseitigung geeinigt. Die Namen der bajoranischen Toten im Tausch gegen Nahrungsmittel und sogar Kleidung. Um für sie zu beten? Ziemlich riskant. Verlangen ihre Propheten dieses Ritual? Ich behaupte nicht, die bajoranische Theologie zu kennen, aber ich kenne Trauer. Es war für sie Trost. Und damals waren sie für jeden Trost dankbar. Irgendwelche anderen Spuren? Ich hatte keine Gelegenheit, mit der Bajoranerin zu reden. Heißt sie nicht Rasmus? Ja, ich habe sie schon befragt. Sie ist jetzt wieder oben auf dem Promenadendeck und gibt den bajoranischen Totengesang zum Besten. Ich glaube nicht, dass sie mit Carrick in Verbindung steht. Totengesang? Doch nicht für Carrick. Das glaube ich nicht. Die Namen der Toten, für die sie gebetet hat, waren bajoranisch. Sie haben ihn schon mal gehört? Während der Besetzung. Ja. Damals gab es hier eine Menge Tote. Meistens Bajoraner. Im Rahmen einer Demoralisierungskampagne haben die Cardassianer diese Gesänge verboten. Das hat er doch gerade schon mal gesagt. Aber die Vedeks waren hartnäckig. Sie hatten sich mit den Leuten von der Leichenbeseitigung geeinigt. Die Namen der bajoranischen Toten im Tausch gegen Nahrungsmittel und sogar Kleidung. Um für sie zu beten? Ziemlich riskant. Verlangen ihre Propheten dieses Ritual? Ich behaupte nicht, die bajoranische Theologie zu kennen, aber ich kenne Trauer. Es war für sie Trost. Und damals waren sie für jeden Trost dankbar. Ich werde mich mit ihnen in Verbindung setzen, sobald die gescannten Werte da sind. Vielleicht klagen wir die zwei wegen mehr an als nur versuchten Mord an einem Diplomaten der Föderation. Ja, gut jetzt. Odo an Ops. Hier Kira. Bereit zum Beamen, Major. Zwei Lykotianer und Sie selbst. Direkt in die Sicherheitszentrale. Bestätigt. Energie. Und Botschafter, vielen Dank. Naja. So, das haben wir gemacht. Jetzt wieder zu den Skytianern. Skytianer, Lykotianer, Mykotianer. So. Hallo, Sir. Sicherheitschef Odo hat mir erzählt, was im Frachtraum passiert ist. Es war verdammt knapp, Sir. Das ging aber schnell. Viel zu nah, Fähnrich. Ja, Sir. Dex und ich haben Carricks Aufzeichnungen gefunden, darüber, wie man mit den Skytianern kommuniziert. Also haben Sie einen Plan? Sind die Skytianer hier, Fähnrich? Ich bin bereit, mit Ihnen zu reden. Ja, die Skytianer, Sir. Sie warten in der Luftschleuse. Sie haben sich gestritten, Sir. Aha. Über was haben Sie gestritten? Wissen Sie's? Ich glaube, der Anführer hat den anderen zur Schnecke gemacht. In einem von Carricks Logbüchern steht, dass das Geheimnis darin liegt, möglichst wenig Worte zu benutzen, wenn man mit den Skytianern redet. Das könnte funktionieren. Haben die Skytianer versucht herauszukommen oder mit Ihnen geredet? Nein, Sir. Sie haben gewartet, um mit Ihnen zu reden. Öffnen Sie bitte die Luftschleuse. Wie lautet Ihr Plan? Wenn ich fragen darf, Sir? Oh, nein. So zu reden, wie Sie es tun. Nur ein oder zwei Wörter zu sagen. Höchstens drei. Desma, solange die Luftschleuse offen ist, müssen Sie sich ebenso verhalten. Verstanden. Ja. Also los. Komm, Jacka, Jacka. Hallo. Bannik. Way. Run. Das sind Ihre Namen, Sir. Ja, Fähnrich. So, ihr Lieben, einen mach ich noch. Zitadelle. Verboten. Verboten? Warum? Warum Zitadelle verboten? Und das kann doch nicht sein. Wenn er verboten sagt, dann meint er es auch so, oder Sir? Warten wir lieber eine Minute, bis Sie sich beruhigt haben. Ja,
Ihr Lieben, ich nutze die Minute, um hier Schluss zu machen mit diesem Teil. Im nächsten Teil sehen wir uns wieder. Ich hoffe dann mit den richtigen Worten für die Skytiana NRW 18. Bis dahin, adieu.